So schön, diesen Feriengottesdienst mit euch gemeinsam wieder zu erleben. Ich hoffe, ihr seht mir an, dass ich wirklich Ferien gemacht habe. Ich habe mich erholt, habe viel geschlafen, viel gelesen, Löcher im Strand gegraben, wo man ein paar Stunden später wieder sowieso zugeschüttet hat. Ein bisschen Fußball gespielt und einfach die Familien genossen, obwohl dass ich wusste, ich verpasse so wunderbare Gottesdienste hier. Ja, sogar das Hochzeit verpasst. Mei, hat mir das Veto. Und trotzdem waren wir in den Ferien. Ich habe dazugelernt. Sogar schon 2 Wochen hat es die Herren gebraucht. Wunderbar, dass wir diese Ferien erleben durften. Ich bin auch mega froh, Deborah und Matthias, dass ihr wohlbehalten, ich weiß noch nicht, wie man sich das freiwillig antun kann, 3800 Kilometer, jeden Tag 100 Kilometer mit dem Fahrrad. Wir mussten mal in der 9. Klasse 50 Kilometer, meine Güte, habe ich das am nächsten Tag gespürt. Also schön seid ihr auch, Christian. Da sind wir sehr dankbar, dass du hier sein darfst. Und Ruta, also alle, die Lettisch können und alle, die Englisch können, geht doch auf Ruta zu, spricht ein bisschen mit ihr, dass sie sich wohlfühlen kann. Sie ist bis zum 13. August hier in den Ferien bei uns und dass sie sich, ja, dass sie merkt, welche Gemeinde da mich jeweils freistellt. Und in Lettland, ihr habt gehört, wie viel das ich jeweils verstehe, wenn man mich übersetzt. Ich vertraue einfach darauf, dass das Gleiche auf Lettisch weitergegeben wird, dass ich da jeweils predige. Ich habe einen wunderbaren Bibeltext für heute Morgen erhalten und ich staune, dass trotz Ferien so viele Leute hier sind. Und dieser Bibeltext steht in Johannes 14, die Verse 1 bis 6 und wer eine Bibel dabei hat, darf sehr gerne, so wie gewohnt, mitlesen. Johannes 14, die Verse 1 bis 6. Hier steht: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr, spricht zu ihm Thomas. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diesen Bibeltext hat Jesus Christus seinen Jüngern weitergegeben. Er war schon über 3 Jahre mit ihnen unterwegs und hat nun sein eigenes Leiden angekündigt. Aus dem Matthäusevangelium Kapitel 16, 17 und 20 wissen wir, dass er mindestens 3-mal von seinem eigenen Leiden gepredigt hat, vorausgesagt hat. Im Johannesevangelium wird uns gesagt, dass er vor kurzem noch diesen Jüngern die Füße gewaschen hat. Judas Ischariot hat die Gemeinschaft der Jünger verlassen, denn er liebte das Geld mehr als Jesus Christus. Petrus wurde vorausgesagt, vor dem nächsten Hahnenschrei wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Und jetzt beginnt hier unser Bibeltext mit den Worten: Euer Herz erschrecke nicht. Meine Güte, wenn man Ferien hat, was da alles einem erschrecken kann. Plötzlich hört man davon,
dass eine Person eine schlimme Diagnose erhalten hat. Plötzlich hört man von einem Herzinfarkt. Da werden Erwartungen nicht erfüllt. Eine Prüfung, wo man doch so sehr darauf gelernt hat, wurde nicht bestanden. Da kommen nach den Ferien hohe Rechnungen, die man zu bezahlen doch alle Schreck auslösen. Schwierigkeiten mit einem Kind, Schwierigkeiten in der Ehe, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Und wenn man noch Zeit hat, Müll anzuladen, Fernseher, da kann einem auch das Herz erschrecken, wenn man all die Waldbrände sieht. Wenn man von den Mega-Hitzen, zum Glück sind wir in Ost, sehe ich in Ostdeutschland, dort war es nicht so heiß, dort, wo Heidi jeweils als Kind schon während der DDR-Zeit Ferien gemacht hat. Und da hört man über die Medien von Geiz, Neid, der Zerfall unserer Gesellschaft. Und manchmal erschrickt man auch, was Jesus Christus sagt. Was Jesus Christus von uns erwartet. Was Jesus Christus uns für einen Auftrag gibt. Und jetzt möchte ich nach den Ferien starten mit dem Satz: Dein Herz möge nicht erschrecken. Warum? Glaubt an Gott und glaubt an Jesus Christus. So gut bist du heute da. Dein Herz möge nicht erschrecken. Warum? Glaub an Gott und glaub an Jesus Christus. Noch einmal, Jesus Christus sagt diesen Satz den Jüngern, die vollbretsch mit ihm unterwegs sind. Die der Judas Ischariot war schon nicht mehr dabei. Ja, die Bibel fordert uns immer wieder heraus. Vertraue auf den allmächtigen, heiligen, ewig existierenden Gott. Sprüche 3. Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Oder Psalm 118, Vers 8, der Vers, der scheinbar mitten in der Bibel steht. Mitten in der Bibel steht: Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Die Jünger brauchen das, dass man sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Jünger waren die, die erlebt haben, wie Jesus Christus an ihrem Leben vorbeigekommen ist und gesagt, komm, folg mir nach, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Es waren die Menschen, die zu Jesus Christus gebracht wurden. Also es sind solche Menschen, die eine Berufung von Jesus Christus erlebt haben, die eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt haben, die wissen, von Natur aus bin ich geprägt von einem Sündenfall. Ich mache oft genau das, was ich eigentlich nicht, also in der Ferien, meine Güte, mache oft genau das, was ich nicht tun möchte und das, was ich eigentlich tun möchte, das tue ich nicht. Wir lügen, wir stehlen, wir begehren, wir sind eifersüchtig, man hat Minderwertigkeitsgefühle und wir brauchen den Sohn Gottes, Jesus Christus. Oh, wie habe ich das vermisst, das Predigen in den Ferien. Und jetzt darf ich es wieder. Unglaubliche Gnade. Darauf hinweisen, der Sohn Gottes wurde aus Liebe zu uns hier auf diese Erde gesandt, damit wir auch zur Jüngerschar gehören dürfen. Er hat ein sündloses Leben gelebt. Er hat seine Gottheit bewiesen in vielen Wundern. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören, Stumme sprechen. Und dann war Jesus Christus bereit, nach 1. Petrus 2, Vers 24, an seinem Leib die Strafe zu tragen, die wir in alle Ewigkeit nicht tragen könnten. Für unsere Sünden ging Jesus nach Golgatha und er starb. Einen qualvollen, entsetzlichen Tod.
aber der Tod konnte ihn nicht festhalten. Am dritten Tag ist Jesus Christus, weil er ja das Leben selbst ist, wieder auferstanden. Jesus Christus lebt. Und jeder Mensch kann eine Ruta werden. Jeder Mensch kann eine bekehrte Person werden. Jeder Mensch ist nur ein Gebet von Jesus Christus entfernt. Kann seine Sündenlast Jesus Christus bringen und sagen, Herr Jesus, komme du in mein Leben. Danke darf ich jetzt auch zu dieser Jüngerschar, zur Familie Gottes gehören. Danke habe ich jetzt ein Bürgerrecht im Himmel. Warum brauchen denn gerade die Jünger die Erinnerung daran, glaubt an Gott und glaubt an mich? Weil uns und gerade komischerweise in den Ferien so vieles von diesem Glauben weglocken will. In den Ferien hat man ja Zeit, meine Güte. Da hat man Zeit. Und Heidi hat es gar nicht gerne, jetzt müssen wir nur noch 8-mal schlafen, dann gehen wir dann wieder nach uns 7-mal schlafen. Das hat Heidi nicht so gerne, weil man hat ja Zeit. Und plötzlich hat man auch Zeit zum Sündigen. Man hat komischerweise nicht Zeit zum Beten. Man hat nicht Zeit zum Bibellesen. Man hat nur Zeit zu irgendwelchen komischen Gedanken. Und es entfernt uns aus der Herde Gottes vom Tempel weg. Komisch. Und plötzlich erinnert man sich, wo man verletzt und enttäuscht und übergangen wurde von gläubigen Menschen. Und man bagatellisiert und rechtfertigt, dass man jetzt selber auch ein bisschen sündigen darf. Nein! Wir haben ein Nein zur Sünde. Wir dienen der Sünde nicht. Nach Römer 6, Vers 3 bis 6. Denn wir glauben an Jesus Christus. Heidi ist mir ein mega Vorbild. Immer bevor, dass wir in die Ferien fahren, muss das ganze Haus blitzeblank aufgeräumt werden. Sogar ich musste das Auto staubsaugen. Alles wird blitzeblank. Damit, weil Heidi sagt, weißt du, Matthias, wenn wir dann zurückkommen aus den Ferien, dann wollen wir in ein aufgeräumtes Haus. Wisst ihr, wir haben Sommerferien, damit wir aufgeräumt ins neue Schuljahr starten können, ins neue Lehrlingsjahr starten können, ins neue Arbeitsjahr starten können, ins neue Lebensschuljahr starten können. Vielleicht solltest du auch in geistlicher Hinsicht ein bisschen Dreck wegsuchen. Für das ist diese Gemeinde. Hier können wir einander helfen beim geistlich Staubsaugen. Um Dinge wegzuräumen in den Sommerferien, die eigentlich gar nichts, ich mag mich noch gut erinnern, es sind jetzt bereits über 20 Jahre her, da ist das Jahr 2003, das war ein Hitzejahr, da waren wir richtig verliebt, also verliebt bin ich immer noch. Und da war ich im Emmen, FG Emmen, im Praktikum, wie Loris da und Madeleine auch bei uns ein Sommerpraktikum machen. Und da hatte ich die Idee, ich mache einen Flyer, warum nicht in den Sommerferien einen Gottesdienst besuchen in der FG Emmen und habe es dort überall verteilt. Und tatsächlich haben sich Leute einladen lassen. Warum? Die Ferien sind dazu da, das Lebenshaus aufzuräumen. Und dann geht unser Bibeltext weiter. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Für alle die, die an Jesus Christus glauben, geht Jesus Christus hin zum Vaterhaus und baut dort viele Wohnungen. In Offenbarung 21, Vers 1 bis 17 und Offenbarung 22, Vers 1 bis 5 wird uns dieses Vaterhaus, diese vielen Wohnungen werden uns beschrieben mit neuem Jerusalem. Dieses neue Jerusalem ist wie ein Würfel, 12.000 Stadien lang, breit und hoch.
also 12.000 Stadien, da habe ich in gescheiten Kommentaren nachgelesen, das seien 2.200 Kilometer. Und jetzt, erstaunlich, Jesus führt bis ins kleinste Detail. 2.200 Kilometer sind von Bern, nicht bis ins Nordkap, das sind 3.800, aber von Bern bis nach Kiew, Ukraine. 2.200 Kilometer sind von Bern über Wien nach Riga, sind auch 2.200 Kilometer. Und 2.200 Kilometer sind von Bern an die Ostsee wieder zurück. Das sind auch 2.000, das muss eine riesige Stadt sein. Und bei dieser Stadt werden 12 Perlentore sein. An jeder Seite 3 Tore. Diese Perlentore sind aufgeführt: Jaspis, Sahir, Chalcedon, Smaragd, Sardonyx, Sardi, ich habe keine Ahnung, was das für. Auf jeden Fall wird es wunderbar sein. Und diese Perlentore werden von Engeln bewacht. Sie werden nach den 12 Stämmen Israels benannt werden. Und die Grundsteine, die 12, werden nach den Aposteln genannt sein. Diese Stadt bedarf keine Sonne mehr und kein Mond. Denn Jesus Christus selber wird in dieser wunderbaren Stadt das Licht sein. Offenbarung 21, Vers 22 bis 23 nachzulesen. Die Tore wird man nie mehr schließen, denn es gibt keine Nacht, keine Finsternis und keine Dunkelheit mehr, also keine Folgen mehr vom Sündenfall. Vom Thron Gottes her wird sich ein Fluss ergießen. Und an diesem Fluss werden Bäume stehen, die werden jeden Monat Früchte tragen, 12-mal im Jahr. Und die Blätter, die werden zur Heilung dienen. Jesus Christus ist jetzt dann schon bald 2000 Jahre daran, diese Wohnungen zu bauen. Wenn man bedenkt, dass Jesus Christus nur 6 Tage brauchte, um Himmel und Erde und das ganze Universum zu schaffen. Und dieser Himmel und Erde sieht also wirklich wunderbar aus, obwohl dass wir nicht mehr im Paradies wohnen. Seit 1. Mose 3, Vers 23 wohnen wir außerhalb des Paradies. Und obwohl diese Erde ja nur Secondhand ist, weil über diese Erde, das vergessen die Bären, ist mal eine Sintflut gegangen und der Regenbogen hat ganz eine andere Bedeutung. 1. Mose 7 und 8. Und jetzt baut Jesus Christus schon bald 2000 Jahre an diesem neuen. Ich mache manchmal einen Witz. Jesus Christus muss ja bald wiederkommen. Sonst wird es ja am Himmel kitschig. Wenn er so lange jetzt da, das ist ja unglaublich, wie phänomenal, wie genial. Wir werden Tausende, wir werden Millionen von Jahren, wir werden eine Ewigkeit brauchen, um das zu bestaunen. Und dann steht da noch, nicht nur ein paar wenige Wohnungen macht dort Jesus Christus. Wisst ihr, so für die Heiligsten von den Heiligen, oder? Die, die besonders geleistet haben in ihrem Leben für Jesus Christus, die haben da, nein, das sind viele Wohnungen. Und wenn die Bibel von vielen spricht, dann ist das wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel, wie das Gras auf dem Felde, wie die Vögel unter dem Himmel oder wie die Haare auf dem Haupt. Also da hat es wirklich sehr viele Wohnungen. Aber unser Bibeltext sagt auch hier: Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Die Hauptsache ist nicht das Perlentor. Die Hauptsache ist nicht die goldige Stadt. Die Hauptsache ist nicht, wer wohnt in einer grossen Wohnung oder wer wohnt in einer kleinen Wohnung, wer wohnt auf 2000 Kilometer oben. Meine Güte, die Flugzeug, was fliegt dort unten auf 10 Kilometer Höhe? Das ist ja unglaublich. Nein, die Hauptsache wird sein, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Die Hauptsache wird sein, die sichtbare Gemeinschaft mit unserem Heiland, mit unserem Retter, mit unserem Erlöser, der uns so nahe kommen wird, dass er uns sogar die Tränen von unseren Augen abwischen wird. Wisst ihr, in den Ferien habe ich wieder gesehen, ich möchte mit dem Heidi unbedingt alt werden. Das ist so schön, mit meinem Heidi unterwegs sein.
ich hab's richtig genossen. Aber ich weiss, wenn alles gut läuft, vielleicht dürfen wir noch das 60. Mal so spät heiraten. Das 60-Jahr-Jubiläum vielleicht schenkt uns, aber irgendeinmal ist diese Zeit vorbei. Und jetzt sagt Jesus Christus, ich will euch ewig, das kann ich manchmal fast nicht fassen. Heiland, willst du mich wirklich ewig? Du kennst mich doch. Also, der will uns ewig bei sich haben, um das darzustellen. Habe ich hier mit kaputt das einzige Mal, Heidi, das ich brauche zum Predigen. Mein kaputt, eben Sommerferienlatschen hier, habe ich mit Sandaletten mitgenommen. Ah, ich konnte ihn einfach nicht fortwerfen. Ich wollte ihn noch einmal gebrauchen, um zu predigen. Wisst ihr, mit dieser bin ich so an manchem Strand unterwegs gewesen mit Heidi. So in manchem Neujahrslag bin ich in diesem Schuh gestanden und habe das Evangelium weitergegeben. So in manchem Untilager habe ich diese Wir kommen und wir gehen. Unsere Gegenstände sind nur geliehen und dann schmeißt man sie fort. In den Ferien, das fährt einem richtig ein. Dann kommt man, eben nicht nur eine Woche, sogar schon zwei. Und dann muss man trotzdem wieder gehen. Deshalb genießen wir die Zeit miteinander, wo wir gemeinsam unterwegs sein dürfen, zur Ehre Gottes. Denn Jesus Christus kommt bald. Wenn ihr dann seht, dass es das Volk Israel wieder gibt, und dieses Jahr feiern sie ja 75 Jahre, sie feiern ein bisschen speziell, sie sind andauernd in den Medien. Wir müssen beten für das Volk Israel, ein Zeitzeichen, dass Jesus Christus, wenn ihr dann hört von der künstlichen Intelligenz, steht bereits im Buch Daniel, Kapitel 12, wenn die Erkenntnis enorm zunehmen wird, wenn ihr dann hört von Frieden und Sicherheit, 1. Thessalonicher 5, wenn ihr dann hört und merkt, dass die Menschen mehr Angst haben um ihr Portemonnaie als um ihr Seelenheil, wenn ihr dann merkt, dass es den Menschen gar nicht mehr um Wahrheit geht, sondern dass sie sich lieber Menschen aussuchen, die ihnen das sagen, was sie hören wollen, was ihnen in den Ohren juckt, 2. Timotheus 4, wenn ihr hört von Hungersnöten, von Kriegen, von Verfolgung, von falschen Christus, wenn ihr merkt, dass die Liebe erkaltet, dass man von Liebe spricht, wo es nur Trieb und Lust ist, Begierde und gar nichts mit Liebe zu tun hat, wie es die Bibel versteht. Und wenn das Evangelium überall gepredigt wird, dann denkt daran, Jesus Christus kommt bald wieder. Und er möchte uns die Wohnungen in seine Gegenwart schenken. Gratis. Er hat alles für uns erwirkt. Am Schluss, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr, spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Jünger in einer Gesellschaft, die wissen um diesen Weg. Dank der Gnade und der Barmherzigkeit und der Güte Gottes haben da Menschen uns von diesem Weg erzählt. Wir wissen, dass wir unsere Sünden in Jesus Christus bringen können. Wir wissen, dass Jesus Christus der Herr über unsere Gefühle, Denken, Handeln und Wollen sein soll. Wir wissen, wir wollen zu Gottes Ehre leben. Wir wollen dienen mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Wir wollen uns taufen lassen. Übrigens, heute ist die letzte Möglichkeit, sich anzumelden für Taufe, falls noch jemand, wenn wir noch nicht getauft sind. Und jetzt sagt hier Jesus, und wo ich hingehe, den Weg, wisst ihr? Alle wissen wir diesen Weg. Zum Glück gibt es in der jungen Schar den lieben Thomas, der tut einfach grundsätzlich mal bezweifeln. Sprich zu ihm, Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? So gut, dass es diesen Thomas gibt, der hier zweifelt. Aber wisst ihr, er gibt sich nicht als Intellektueller aus, der einfach grundsätzlich mal alles immer hinterfragt, sondern er geht mit seinem Zweifel wohin? Zu Jesus.
Wir wollen mit unseren Zweifeln, mit unseren Problemen, mit unseren Schwierigkeiten in erster Linie zu Jesus Christus gehen. Und dann sagt Jesus Christus diesen wunderbaren, bekannten Vers: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Im Johannesevangelium gibt es ja 7, 8 ganz bekannte Ich-Bin-Worte. Ich bin das Brot. Ich bin das Licht. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der König. Nicht, ich werde oder ich war oder ich würde gerne sein. Ich bin der Weg, weil ich am Kreuz von Golgatha für deine Sünden bezahlt habe und den Tod überwunden habe am 3. Tag. Ich bin die Wahrheit, weil ich Fleisch geworden bin. Und hier findet man, dein Wort ist die Wahrheit. Und wir stehen miteinander als Jüngerschar hier zu dieser Wahrheit. Und ich bin das Leben. Ja, Jesus Christus bestimmt, wie lang man zum Leben hat. Es war so erschreckend, als wir kurz vor den Ferien erfahren haben, dass der ehemalige Chef vom Heidi, der Arzt, wo Heidi MPA gelernt hat, beim Heckenschneiden an einem Aneurysma, Hirnblutung und verstorben ist. So schnell kann es gehen und wir müssen Rechenschaft ablegen vor Gott. Und jetzt steht hier: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, das hört man gern. Und dann steht hier eben auch noch: Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als allein durch Jesus Christus. Es ist ein Absolutheitsanspruch. Er ist der einzige Weg, die Wahrheit. Er ist der Lebensgeber. Und ich bin so froh, dass wir als Gemeinde miteinander diesen Weg bezeugen können, diese Wahrheit weitergeben können und auch den Menschen darauf hinweisen können: Erfülltes Leben gibt es letztlich, ja, es wird gesehen in der Ferien, wie sie versuchen, alles auszureizen, dass sie erfülltes Leben haben. Das geht nicht. Erfülltes Leben hat man, wenn man Frieden im Herzen hat, dann ist man zufrieden. Ganz egal, wie breit der Sandstrand ist. Ob man zu Hause ist oder in den Ferien ist, ob man einen mega Stress hat oder ob man sich gerade die Seele baumeln lassen kann. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Also falls du heute Morgen hier an diesem Gottesdienst teilnimmst und noch zu keiner Gemeinde gehörst, die wagt dazu zu stehen, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, herzlichste Einladung, hier mitzuhelfen. Und falls Sie über YouTube diese Predigt hören, dann suchen Sie in Ihrer Nähe eine Gemeinde, wo man das bezeugt. Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist allein Jesus Christus. Zusammenfassend wollte ich Folgendes sagen an dieser Feriengottesdienstpredigt: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott. Und glaubt an Jesus Christus. Wie älter ich werde, wie mehr habe ich Dinge, die mein Herz zutiefst erschrecken. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was man alles zu hören bekommt. Und wenn man schwer hat und unser Herz erschreckt, dann ist nicht getan damit, dass man das bagatellisiert oder rechtfertigt, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. Jünger wissen, wo dieser Glaube herkommt. Von Jesus Christus. Und manchmal brauchen wir die Sommerferien dazu, um unser Lebenshaus zu reinigen. Falls das auch bei dir so sein sollte, dass man etwas in die geistliche Hinsicht staubsaugern, dann nimm Seelsorge in Anspruch. Bring das Zeug, während dem Gemeindekaffee hat man tiptop Zeit. Bring das Zeug in Ordnung. Es lohnt sich, denn Jesus Christus ist hingegangen ins Vaterhaus und macht dort Wohnungen bereit.
Wohnungen. Unglaublich herrlich muss das sein. Riesig muss das sein. Und dort muss man nie mehr zügeln. Das geht nie mehr kaputt. Da brauchen wir keine Hausratsversicherung mehr. Da sind wir in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Dort geht es endlich nicht mehr ums Geld. Da geht es nicht mehr um unseren Namen, sondern geht es um seinen Namen. Von seinem Thron kommt das lebendige Wasser, das Frucht bewirkt, das Heilung bewirkt. Und es kommt nicht darauf an, wer wohnt, auf welcher Etage, wer hat welche große Wohnung. Sondern Hauptsache, wir sind dort alle mit. Den Weg kennt ihr ja. Die Jünger kennen um den Weg, aber manchmal hat man den Angst, längt es echt? Was muss ich alles noch tun? Dann sagt Jesus dir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du Jesus Christus hast, hast du alles, hast genug und es reicht. Niemand kommt zu Gott, dem Vater. Buddha längt nicht, Mohammed längt nicht. Homöopathisches Geschmäus längt nicht. Es braucht Jesus Christus. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als allein durch Jesus Christus. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns ehrlich sagst, euer Herz erschrecke nicht. Und du weißt, wer heute Morgen mit einem ganz erschreckten Herz hierher gekommen ist. Die Lösung ist nicht Aktivismus. Die Lösung ist nicht Therapie. Die Lösung lautet Glaube. Und Herr Jesus, der Glaube hast du für uns ermöglicht durch dein Leid, durch dein Sterben und durch deine Auferstehung. Sie ist ein Geschenk. Er ist ein Geschenk. Und ich möchte dich bitten, wenn hier Menschen sind, die noch nicht beim Glauben sind, dass sie sich bekehren können. Und die, die beim Glauben irgendwie staubsaugern sollten, dass sie die Ferien nutzen, um dies wieder in Ordnung zu bringen. Herr Jesus, du baust für uns eine unvorstellbar geniale, wunderbare Wohnung, ein neues Jerusalem im Vaterhaus. Das wird so herrlich sein. Aber Jesus, ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass noch mehr Schweizer, dass noch mehr Berner auch mitkommen zu dieser wunderbaren Stadt, wo man ewig wohnen darf. Und manchmal zweifelt man, ja, wissen wir den Weg? Gehen wir den Weg und wir wollen mit den Zweifeln und mit unseren Ängsten und Sorgen immer wieder zu dir kommen. Du sagst so liebevoll, Lue Ebesio, ich bin dein Weg, ich bin deine Wahrheit und ich bin auch dein Leben. Ich bestimme, ich führe dich, ich leite dich nach deinem Plan, um dich am Schluss in Ehren aufzunehmen. Es gibt keinen anderen Weg als den schmalen. Amen.